Tau auf! Oh, woher wusstest du das? Es gibt nichts, was ich nicht kommen sehe. Ach, nee! Entschuldige, ich habe auf Izzy gezielt, aber... Bringt mich einfach nach Hause! Nach Hause? Aber wir haben Schneetag. Und zwar den allerersten in Maritime Bay. Perfekt, um ihn mit Freunden und Followern zu verbringen. Nur weil er neu ist, muss er nicht unbedingt gut sein. Was? Ja, es ist anstrengend, wenn so viele Ponys zusammen im Schnee spielen. Wie wär's mit einem ruhigeren Ort? Nee, das reicht bei... Oh, vielleicht der Galopphügel? Auf geht's zum Abschwung, Ponys! Wuhu! Kannst du ein Stück rutschen, Senior B? Galopphügel, wir kommen! Viel ruhiger. Richtig, Posy? Ich bin ein Erdpony, kein Pegasus. Ich bin ein Erdpony, kein Pegasus. Sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? Posy? Sieh dich um. Puh. Hier vor mir befindet sich die vollständige Liste mit allen guten Schneetagaktivitäten. Sogar Schneeponys? Schneeponys? Natürlich, steht genau hier auf meiner Liste. Gut, wenn wir alles schaffen wollen, müssen wir loslegen. Wuhu! Ja, Schneetag! Ja, juhu! Schneetag! Punkt 1 ist, was Pip sagte und definitiv vorher auf meiner Liste stand. Schneeponys machen so viel Spaß! Damit sie Hooftag-Schneetastisch werden, braucht man lediglich eine Menge Schnee! Ganz einfach, roll so viel Schnee, wie du denkst, dass du brauchst und dann verdreifache ihn. Je größer, desto besser. Und je größer das Schneepony ist, desto mehr Accessoires kann man hinzufügen. Ah! Den ganzen kalten Schnee antatschen? Bei meiner Hufe nicht. Wer will denn schon frostige Hufe haben? Ich weiß was Besseres. Mit ein klein wenig Einhornmagie kann man einfach alles aus Schnee machen. Einfach alles. So, ihr Ponys macht das ganz falsch. Es geht nicht darum, Sachen mit dem Schnee zu machen, sondern auf dem Schnee zu machen. Wie? Tu es nicht, bitte, bitte sprich es nicht aus. Nein! Snowboarden! Das ist mein Alter! Ah! Beim Snowboarden geht es um Standhaftigkeit, Kontrolle und Disziplin. Es geht um Anmut. Frei zu sein und Spaß zu haben. Aber vor allem... Darum nicht hinzufallen. Wir könnten auch Schlitten fahren. Eine Schneeballschlacht. Oder Schnee-Eis. Es schmeckt ultra lecker, Posy. Manche Ponys mögen vielleicht einfach keinen Schnee. Das ist es! Und genauso stelle ich mir den Schneetag vor. Ich hab's geschafft! Hey, Freundin, wie läuft's bei dir so? Spielst du Pantomime? Cool, ich will auch
mitmachen. Au. Au. Nein, ich wollte nur alle meine Lieblingswinterwunschkekse backen. Aber ich kann nirgendwo die Rezepte finden. Nicht mal eine klitzekleine Information über Kiwi-Papaya-Kristall-Einhorn-Kekse. Oder königliche Bananen-Nusshappen. Oder... Oma Figgis gute alte Marshmallow-Zitronen-Crumblies? Ja, ganz genau. Hey, mach dir darüber keine Sorgen. Wir haben die Kekse nicht mehr gegessen, seit wir kleine Fohlen waren. Yep, und sie schmecken eh nie so gut, wie man sie in Erinnerung hat. Ach, wirklich? Für Operation Wunschtagkekse. Zuerst hole ich Oma Figgis Rezept, dann hole ich mir Hilfe von Alphabittel. Danach breche ich für königliche Rezepte in den Palast von Zephyrhals ein. Moment, was? Oma Figgi! Ja. Bring mir bei, wie man Hitch Lieblingswunschtagskekse backt. Bitte. Oh, Sunny, ich bringe es dir sehr gern bei. Wenn du dich dafür bereit fühlst. Was? Also, hast du das Rezept irgendwo aufgeschrieben, oder? Natürlich nicht, Liebes. Es ist alles hier drin. Oh, wie süß. Was brauchen wir an mir? Nun, hör einfach auf dein Herz und deine Hufe werden ihm schon folgen. Ernsthaft? Also, bitte, ich brauch dich. Gut, rühr dreimal im Uhrzeigersinn. Wirf etwas Salz über deine linke Schulter und zerbrich das Ei mit dem rechten Huf. Das vertreibt sämtliche Kuchengeister. Ich sagte linke Schulter. Willst du die Kuchengeister? Back mit deinem Herzen und nicht mit deinen Hufen. So much fun. Du hast den Pechlöffel benutzt. Um meinen Tresor voller königlicher Geheimnisse zu bestaunen. Nun bist du bereit. Viermal rühren oder doch fünfmal? Eine Prise. Moment, von was nochmal? Irgendwas mit Sonnenstrahlen? Backe mit deinem Herzen und nicht mit deinen Hufen. Mein Herz, nicht meine Hufe. Cause all I want to do is celebrate with you. Because I love you. From my heart to your... Ist bestimmt richtig so. Eure extra besonderen Winterwunschtagkekse sind serviert. Komm schon, Sunny, das hättest du nicht tun. Oh, Kuchengeist. Okay, ich weiß, sie sehen nicht ganz genauso aus, wie ihr sie alle in Erinnerung habt, aber... Nein, die sehen gut aus. Kann's nicht erwarten, die zu kosten. Wie Oma Figgi sie damals immer gemacht hat. Wir haben auch für dich Wunschtagkekse gebacken. Oh. Wir wissen nicht, ob das Rezept richtig war. Haltet eure Hufe fest, Ponys. Das wird eine Bruchlandung. Sehen? Ich werde immer besser. Viel besser.
Schnell, Ponys, wir dürfen die Sternschnuppen nicht verpassen. Kommt schon und vergesst eure Hüte nicht. Los, 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 los! Wir haben's geschafft! Oh, was für perfekt passende Hüte. Die sind so süß. Süß? Die Dinger auf ihren Köpfen sehen einfach lächerlich aus. Oh ja, muss so ein Erdpony-Wunschtag-Ding sein? Sinnlose Ponys und ihre dummen Feiertagstraditionen. Geradezu traurig. All diese Macht und keine Intelligenz. Ja, so traurig. Okay, Ponys, macht euch bereit für euren Wunsch. 3, 2, 1. Einfach unglaublich. Wow, sieh dir das mal an. Opalina, bist du in Ordnung? Hast du sie gesehen? Die Magie, diese Macht. Sie sollte mir gehören, nur mir allein. Alles, was ich dafür brauche, ist das Drachenfeuer. Damit kann ich dann endlich meine Kräfte wieder vollständig herstellen. Und du wirst dafür sorgen, dass es dazu kommt. Enttäusch mich nicht. Katara im Gepäck. Hey! Noch ein Paket. Nicht vom morgigen Morgen öffnen. Mysteriös. Was zur Heugabe ist da drin? Das Große ist bestimmt für mich. Hufe weg von dem dicken Ding. Erst am morgigen Morgen öffnen. Steht auf der Karte hier. Oh, mies. Puh, das war knapp. Was mache ich hier nur? Diese Ponys sind so nett. Oh, komm schon, Misty. Besorg Opaline den Drachen und hol dir den Schönheitsfleck. Konzentrier dich. Ja, noch mehr Glitter. Nein. Ich weiß ganz genau, wie ich den kleinen Drachen auf mich aufmerksam mache. Was? Drachenfeuer, Drachenfeuer, ja, das wünsch ich mir. Opaline! Misty, so früh hätte ich dich gar nicht zurückerwartet. Eindeutig. Hast du gerade gesungen? Nö. Was? Natürlich nicht. Lieder singen, ich? Du musst dich verhört haben. Ist es das, wofür ich es halte? Öffne es. Nach all den vielen Monden. Alles, was ich brauche, gehört nun mir. Endlich kann ich meinen rechtmäßigen Platz als das größte und mächtigste Feuer-Elihorn der Geschichte einnehmen. Was ist das? Sieht dieses Ding etwa für dich wie ein Drache aus, Misty? Ah! Kannst du denn niemals irgendwas richtig machen? Es wird dunkel. Ich dachte, es wäre der Drache. Es tut mir leid, Opaline. Steh da nicht nur tatenlos rum, sondern schaff ihn hier endlich raus! Da ist ja noch ein Paket. Bitte sofort öffnen. Da sage ich nicht nein. Hä? Cloud Puff? Was machst du denn da drin? Ich war auch mal in der Box. Das war so witzig. Ponys, die Zeit ist gekommen!
Der geheime Galopp wird wahr. Galoppiert unauffällig los und singt den Refrain tadellos. Der geheime was? Eine Bridewood-Wunschi-Huf-Tradition. Sie ist voller Geheimnisse. Kommt vor, Ponys! Und lasst den heiligen Wunschi-Hufhut euch heute Abend eure besonderen Ponys offenbaren. Also ziehen wir Namen aus dem Hut. So ungefähr, aber mit viel Magie und Geheimnissen. Hey, mein Elfenhut, den habe ich schon überall. Ruhe! Die Zeit der streng geheimen Auswahl ist nun endlich gekommen. Ihr dürft den Zettel unauffällig prüfen, um zu sehen, welches Pony ihr gezogen habt. Nun geht und bastelt ihm was Schönes. Wow, warte, basteln? Du meinst kaufen, wir sind keine Bastler, Izzy, wir... Beim geheimen Galopp ist es erforderlich, dass ihr so gut bastelt, wie ihr könnt. Und denkt an meine Worte, Ponys. Lass mich raten, wir müssen dafür sorgen, dass es geheim bleibt. Machst du es heute wirklich zum ersten Mal? Geschenke auszupacken. Kommt alle zusammen, um eure Geschenke entgegenzunehmen. Doch das Geheimnis, von wem es ist, darf niemand je erwähnen. Ein Fotoalbum für Bilder von mir und Sparky. Und es wurde mit Sparkys roten Lieblingspailletten beklebt. Vielen Dank, von wem auch immer es kommt. Wer war das wohl? Na, Rudolf? Perfekt für meine Detektivarbeit. Ein cooles Vergrößerungsglas. Gebastelt aus Bonbonpapier, was nicht in der Lage ist, überhaupt irgendwas zu vergrößern. Wer auch immer das gebastelt hat, muss dich auf jeden Fall sehr gut kennen. Ich schätze, ich kann auch einfach mit dem Gesicht näher an die Hinweise gehen. Perfekt, um neue Sachen fürs Main Melody zu machen. Vielen Dank, geheimes Rätselpony. Oh, sehr geheim und rätselhaft. Wow, das ist, ich würde sagen, ein Kuchen oder vielleicht ein Keks. Wusstest du, dass wir kein Backpulver mehr haben? Gibt doch keinen bestimmten Grund, wieso ich es weiß. Scheint ein Tagebuch zu sein, weil ich Geheimnisse liebe. Und Glitter! Und glittrige Geheimnisse. Das hat wirklich Spaß gemacht, Izzy. Will irgendein Ponykeks kuchen? Entschuldige, Izzy. Schätze, wir können dir im Basteln einfach nicht das Wasser reichen. Naja, diese gebastelten Geschenke kamen doch von Herzen. Beim geheimen Galopp zählt allein der Gedanke. Seht euch das an, ein Wunschabendwunder? Ja, genau so hatte ich versucht, die Brille zu basteln. Ich auch. Oh, Izzy, dein Tagebuch ist gleich geblieben. Perfektes lässt sich nicht verbessern. Au! Oh, Ponys, seht, da drüben! Ein Wunder, unter dem Baum liegt für jeden ein extra Geschenk. Hey, seht mal, wir alle bekamen... Bastelgürtel. Ist wohl offensichtlich, dass wir alle etwas Übung brauchen. Danke, von wem auch immer die kommen. Ich würde sagen, es war Sparky. Die sind von mir! Ich hab sie für euch gemacht! Die sind von mir! Mir, 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 mir! Mir, mir, mir! Die sind von mir! Izzy, 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 Izzy! Izzy. Mir, mir, mir! Liebes Tagebuch! Ein Geheimnis zu bewahren ist echt harte Arbeit. Oh, habe ich das gerade laut gesagt?